plötzlich und unerwartet verschieden nach kurzer, schwerer Krankheit mein geliebter Bruder Karl Rudolf Kemp, Leiter des Bauamtes Ludwigstein, in stiller Trauer F. Kemp. Bitte? Aber Herr Grieser, Sie können sich doch nicht weigern. Bloß weil der Herr Kemp unvorhergesehen verstorben ist, die paar tausend Mark. Ja, immerhin geht es um 100.000 Mark, Herr Holzmüller. Ja gut, also die 100.000 Mark der hinterbliebenen Schwester auszuzahlen. Das ist es ja gerade. Was? Der Kemp hat die Versicherungssumme nicht zugunsten seiner hinterbliebenen Schwester abgeschlossen. Sondern? Zugunsten einer anderen Frau, einer gewissen Frau Linsky. Sie war seine Verlobte. Stell dir das vor, verlobt der Mann sich. In seinem Alter. Aber das ist doch kein Verbrechen. Nein, das nicht. Aber ich habe Erkundigungen eingezogen. Sie und was ich da zu hören bekam, das klang nicht gerade solide. Weißt du, der Kemp war ein ganz seriöser Herr, 57 Jahre. Sie ist erst 38, Fotografin, geschieden. Sie hat ein Atelier in Ludwigstein. Naja. Und was man so zu hören bekommt, ist sie dem männlichen Geschlecht nicht gerade abgeneigt. Naja, und weißt du, was ich meine? Kaum. Ja, da denke ich eben, was kann eine solche Frau wie die von einem Mann wie Herrn Kemp wollen? Und ein halbes Jahr, nachdem er die Versicherung abgeschlossen hat, stirbt dieser Mann plötzlich. Ja, da kann doch irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sein, oder? Aber dafür hast du keinen Beweis. Ja, eben nicht. Aber hier dieses Gutachten. Wenn wir eine größere Lebensversicherung abschließen, bestehen wir darauf, dass der Versicherte sich vorher von einem unserer Vertrauensärzte untersuchen lässt. Das ist so üblich wegen des Risikos. Logisch. Bitte hier. Dieser ärztliche Befund, der ist datiert vom 2.2. dieses Jahres, ist ausgesprochen positiv. Wer hat einen Totenschein ausgestellt? Sein Hausarzt, Dr. Kühn. Gib mir doch mal einen Rat, Schorsch. Ich kann doch meiner Gesellschaft nicht ruhigen Gewissens empfehlen, dieser Frau Linsky die Versicherungssumme auszuzahlen. Ja, warte doch erst mal ab. Nicht? Und wir werden uns inzwischen überlegen, was wir in der Angelegenheit machen können. Als dann, Walter. Gut. So, dann müssen wir wieder. Sind wir wieder schön bei dir hier oben. Wiedersehen. Komm wieder mal. Servus, Schorsch. Ja, gewisse Wiedersehen. Danke für das Reisbier, gell? Wiedersehen, Herr Holzmüller. Na, Schorsch, was hast du denn? Herzversagen. Akutes Herzversagen war die Todesursache. Ja, sag mal. Die Leute essen viel zu viel und viel zu fett. Das liest man immer wieder. Ja, davon hat Dr. Kühn gar nicht gesagt. Na, der hat ihn auch gar nicht wegen einer Herzgeschichte behandelt, sondern 8 Tage vor seinem Tod hat sich der Kühn ins Bett gelegt, weil er sich nicht wohlfühlte. Na? Dr. Kühn hat gar nichts Schlimmes vermutet. Und wo fahren wir jetzt hin? Jetzt fragen wir mal im Bauamt nach. Der Karl Rudolf war ein lustiger Vogel, ein Charmeur. Jedenfalls hat er sich das eingebildet. Ja, hat er in den letzten Jahren ein festes Verhältnis gehabt? Das habe ich keine Ahnung. Ja, oder hat er was erzählt von einer Freundin? Ja, erzählt hat er viel von seinen sogenannten Erfolgen, aber da war wohl, glaube ich, sehr viel Angeberei dabei. Wenn Sie darüber etwas wissen wollen, die Dame dort in dem Vorzimmer kann Ihnen bestimmt darüber etwas erzählen. Nein, nein, wir wollen über diese Sache vorläufig mit niemandem weitersprechen. Oh, die Dame ist ja zuverlässig, Herr Zapf, und Ja, das mag schon sein, aber wissen Sie, wenn so ein Mann sagt, du, das ist streng vertraulich, dann weiß ich, wie ich dran bin, aber bei einer Frau. Sie kennen doch das Sprichwort. Ein Mann ein Wort, eine Frau ein Wörterbuch. Sie, da können Ihre Geschichten erzählen. Also, ja, Max, ist okay, in Ordnung. Ja, kommen wir doch wieder auf die Versicherungsangelegenheit zurück. Für wen hat er diese Lebensversicherung eigentlich abgeschlossen? Für seine Schwester wahrscheinlich. Eben nicht für seine Schwester, zugunsten einer anderen Dame. Ach nee. Darf man den Namen wissen? Sie heißt Linsky. Meinen Sie die Rosemarie Linsky? Genau die. Sie kennen die Dame wohl auch. Wem ist sie nicht bekannt, die Rosemarie? Sie haben sich in Ludwigstein einiger Herren bemüht. Mit Erfolg? Darüber weiß ich nichts Genaues, Herr Holzmüller, da bin ich überfragt. Ja, ist gut, Max. Welchen Ruf hat sie? Keinen sehr guten. Aber es ist möglich, dass man ihr Unrecht tut. Sie kennen ja die Kleinstädte. Sie fällen schnell ein Urteil und oft ist es dann nur ein Vorurteil. Ja, also wirklich, Max, ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Warum? Ja, in solcher Situation einfach reinzuschneiden,
Vielleicht ist der einen ganz natürlichen Tod gestorben und der Griesele hat wieder mal das Gras wachsen gehört. Blödsinn, nix. Guten Tag. Tag? Wenn Sie zu Fräulein Kempf wollen, die ist nicht da. Ach, ja, wann kommt die denn wieder? Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube, die ist in die Kirche gegangen. Ja? In welche? Nein, die Ludwigskirche, wir haben ja nur die eine. Was wollen Sie denn von Fräulein Kempf? Kommen Sie wegen Ihres Bruders? Ja, ja, wir sind nämlich von der... Ja, ja, wir sind von der Todesnachricht überrascht worden. Mhm. Ja. Vor ein paar Wochen war er noch ganz gesund. Wie lange war er denn krank? Ach, nur eine Woche. Ja, und woran ist er gestorben? Das Herz. Das Herz hat nicht mehr mitgemacht, ne? Hat sich in letzter Zeit etwas zu viel zugemutet, ne? Wie meinen Sie denn das? Naja, gut. Er hat halt in letzter Zeit nicht so gelebt, wie ein Mann in seinem Alter leben sollte, nicht? Er hat also bestimmt am Tag 30 Zigaretten geraucht, nicht? Naja, und also gebechert hat er ja auch ganz schön, nicht? Also wenn ich an die vielen Weinflaschen in der Mülltonne denke, nicht? Naja, aber ich sag ja nichts, nicht? Es wird ja sowieso sehr viel geredet, nicht? Also viel zu viel, nicht? Aber er hat ja auch ganz schön Anlass dazu gegeben, nicht? Mit seiner Fotografin. Mit wem? Ah, nein, also darüber erzähle ich nichts, nicht? Da sollen man die anderen klatschen, nicht? Aber jedenfalls war ja keiner überrascht, als er dann plötzlich krank wurde, der Herr Kempf, nicht? Und als dann der Leichenwagen vor der Tür stand... Ach, ist er zu Hause gestorben? Na ja, Fräulein Kempf hat ihn ja gepflegt, nicht? Sie war ja immer für ihn da, nicht? Jesus, na! Oh, entschuldigen Sie mich bitte, die Kinder. Was macht ihr denn da? So ein Netzmuckel, das kann ich nur sagen. Du, Schorsch? Ja? Ich habe eigentlich gar keine rechte Lust, heute schon wieder in die Kirche zu gehen. Schon wieder? Na, übertreib mal nicht. Nein, nein, ich will ja bloß mal sehen, ob die Kemp da noch drin ist. Na, dann könnt mich vielleicht in der Zwischenzeit fotografieren lassen. Mhm. Und mir dabei die Linske ein bisschen anschauen. Na ja, gut. Sieh sie dir mal an, nicht? Aber fall nicht gleich mit der Tür ins Haus. Was? Ich meine, du sollst nicht sagen, dass du von der Polizei bist. Sieh sie dir einfach an. Aber vielleicht tat ich mich als Tourist aus Norddeutschland. Ja, mach das. Ich hol dich dann hier wieder ab. Jawohl. Also, wenn Sie zu Frau Linz wollen, die ist nicht zu Hause. Ja, wann kommt die wieder? Ich möchte mich fotografieren lassen. Keine Ahnung, wann Frau Linske zu arbeiten fliegt. Heute jedenfalls nicht. Und nun möchte ich Sie bitten, das Haus wieder zu verlassen. So, warum denn? Weil ich es nicht liebe, wenn sich da und fremde Leute hier herumdrücken. Ja, und Sie glauben, Sie können mich jetzt rausschmeißen? Aber natürlich, das Haus gehört nämlich mir. Also raus jetzt. Bevor Sie weiterhin mit mir darf ich den Goliath spielen, darf ich mir vielleicht vorstellen. Holzmüller ist mein Name, Inspektion Lautenstadt. Sie sind von der Polizei? Mhm. Und Sie wollen zu Frau Linske? Ja. Dann ist also der Fall schon der Polizei übergeben. Was für ein Fall? Ja, der Fall Linske natürlich. Wie meinen Sie das? Sie hat 3 Monate Miete nicht gezahlt. Schulden überall. Und die Leute, die sich hier herumbringen, Gäste aus der Stadt. Unmöglich. Früher, als der Köberl das Atelier noch hatte, da kamen nur gute Leute und gute Kunden. Ja. Aber jetzt schauen wir mal nach. Ja. Schauen Sie sich das Atelier nur an, damit Sie sehen, welche Zustände hier oben herrschen. Also, wo ist denn das? Ach, wenn Sie unten aus dem Haus herauskommen, fahren Sie rechts die Straße entlang, ca. 10 Kilometer. Ja, wollen Sie sich das Atelier nun doch nicht anschauen? Nein, danke. Es ist nicht unsere Art, in fremde Wohnungen einzudringen. Ich meine, ohne Durchsuchungsbefehl. Erinnern Sie Frau Linske an die Miete? Wenn sie nächsten Monat nicht bezahlt, fliegt sie raus. Entschuldigen Sie, kann ich Sie im Moment sprechen? Sind Sie Fräulein Kemp? Ja. Warum? Mein Name ist Zapf. Ich bin von der Kriminalpolizei, Inspektion Lauenstadt. Es handelt sich um Ihren Bruder. Sie sind von der Polizei? Ja, ja. Was hat denn mein Bruder mit der Polizei zu tun? Nein, nichts, gar nichts. Nein, wir halten es bloß für richtig,
aufgrund bestimmter Hinweise, die wir bekommen haben, zu prüfen, ob Ihr Bruder eines natürlichen Todes gestorben ist oder eben nicht. Natürlich ist er das. Herzversagen. Dr. Kühn hat es bestätigt. Waren Sie dabei? Ja, ich habe meinen Bruder die ganze Zeit gepflegt. Wie lange war er denn krank? Ungefähr eine Woche. Und warum hat man ihn nicht ins Krankenhaus überwiesen? Ich hielt es nicht für nötig. So? Mein Bruder auch nicht. Und der Dr. Kühn, der hat den Ernst der Krankheit gar nicht erkannt. Wie ernst es um ihn stand, das hat wohl niemand geahnt. Aha. Er selber auch nicht. Außerdem wusste Dr. Kühn meinen Bruder in guten Händen. Ich war früher Krankenschwester. Ach so. Ja. Sagen Sie bitte, was für ein Leben hat Ihr Bruder so geführt? Dazu kann ich nichts sagen. Ein ganz normales Leben. Er war Leiter des Bauamtes, genoss hier in Ludwigstein beträchtliches Ansehen. Er verdiente gut, hatte seine Freunde. Und Freundinnen. Ja, das hat man so gehört. Wissen Sie, um seine Frauengeschichten habe ich mich nicht gekümmert. Übrigens, da ist das Bauamt. Im zweiten Stock hatte er sein Büro. Das war sein Reich. Sie sollten sich mit seinen Kollegen unterhalten. Die werden es Ihnen bestätigen. Karl Rudolf war sehr tüchtig. Hat sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Er hat wirklich eine Menge für diese Stadt getan. Mein Herz liest es beileidvoll entgegen. Ich kann es noch gar nicht glauben. Ich bin erschüttert. Wissen Sie, ich hätte mich ja gerne noch mit ihm ausgesprochen, wegen der Auseinandersetzung. Schon gut. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Fräulein Kemp, was war denn das für eine Auseinandersetzung? Nichts, gar nichts. Nichts von Bedeutung. Hatte sie was mit Frau Linsky zu tun? Frau Linsky? Ja, na, sie war doch mit ihrem Bruder verlobt. Davon weiß ich nichts. Ach, dann stimmt das gar nicht. Es wird wohl so gewesen sein. Haben Sie mit Ihrem Bruder nie darüber gesprochen? Ich habe ihn vor einer Verbindung mit dieser Frau gewarnt. Warum? Haben Sie sie gesehen? Nein. Sie hätte fast seine Tochter sein können. Außerdem zweimal geschieden. Fotografin. So was kann nicht gut gehen. Ich habe ihn gewarnt. Ich habe ihm gesagt, dass er sich eine solche Affäre bei seiner Stelle nicht leisten kann. Sie zerstört deinen Ruf, habe ich gesagt. Aber Ihr Bruder und Frau Linsky wollten heiraten. Das glaube ich nicht. Das ist eine Lüge. Ihr Bruder hatte ja vor seinem Tode noch eine Lebensversicherung abgeschlossen. Und ja, wieso? Wussten Sie das nicht? Nein. Ach. Das höre ich zum ersten Mal. Zu meinen Gunsten? Nein. Frau Linsky soll das Geld bekommen. Frau Linsky? Ja. Ach so. Und da dachten Sie... Ja... Aber wie? Ich dachte gar nichts. Ich habe Hinweise bekommen und denen bin ich nachgegangen, nicht wahr? Hat Frau Linsky ihren Bruder denn besucht, als er krank war? Nicht, dass ich wüsste. Aber vorher war er oft bei ihr. Aha. Aber ich kann nicht verstehen. Ja, also die entscheidende Frage kann eigentlich nur eine Obduktion beantworten. Obduktion? Mein Bruder soll obduziert werden? Ja, wenn die Umstände es erfordern. Das erlaube ich nicht. Dazu gebe ich nie die Einwilligung. Ich will nicht, dass mein Bruder... Ja, aber es geht hier möglicherweise um einen Mord, Fräulein Kemp. Trotzdem, das erlaube ich nicht. Tja, es tut mir leid, aber wir können die Leiche natürlich auch ohne Ihre Zustimmung obduzieren lassen, durch gerichtlichen Beschluss. Aber soweit ist es ja noch nicht. Es besteht ja vorerst nur ein vager Verdacht. Das sah gut aus. Können Sie das vielleicht noch mal vor der Kamera machen? Was? Das? Sieht zwar nicht best. Ich bin ja schließlich kein Stuntman vom Film oder so. Übrigens,
Holzmüller ist mein Name. Grüß Gott. Sie sind Frau Linski, gell? Ja, woher wissen Sie denn das? Ich war in Ihrem Atelier, ich wollte mich fotografieren lassen. Ach, dann sind Sie seit 3 Wochen der erste Kunde und ausgerechnet da war ich nicht zu Hause. Aber wenn Sie noch mal so schön für mich stolpern, bekommen Sie ein Foto umsonst. Na, das mache ich lieber nicht mehr. Außerdem, Sie zahlen mich dafür dann vielleicht. Was? Bezahlen soll ich Sie auch noch? Nein, was man so hört, verdienen doch Fotografen sehr gut. Na, schön wär's, wenn Sie wüssten, was ich für diese Reklamefotos bekomme. Aber jedenfalls kann ich hier für ein paar Tage umsonst wohnen und essen. Ach, Sie schlafen hier? Ja, natürlich. Sowas muss man doch ausnutzen. Ich habe hier sozusagen Vollpension für die Dauer meiner Arbeit. Ja, und übers Wochenende fahren Sie wieder heim? Nein, warum? Ich fühle mich hier ganz wohl. Im Augenblick zieht mich wirklich nichts nach Ludwigstein. Ja, und warum nicht? Ach, wissen Sie, hier tratscht keiner. Jedenfalls noch nicht. Schön. Danke. Ich habe eine große Dummheit gemacht, als ich das Atelier in Ludwigstein gemietet habe. Zuerst kamen nur ganz wenige Kunden und dann überhaupt keine mehr, weil sie wer weiß, was von mir dachten. Naja, die Klatschtanten haben wenigstens ein Ziel erreicht. Aus dem Atelier muss ich raus. Ich kann nämlich die Miete nicht mehr bezahlen. Sie sehen aber nicht so aus, wie wenn Sie Geldsorgen hätten. Muss man so aussehen? Haben Sie keine Geldsorgen? Immer. Bei meinem Gehalt. Ich habe mich wenigstens inzwischen daran gewöhnt. Und auf das Atelier kann ich auch verzichten. Ich habe was Besseres vor. Tatsächlich? Ist das die Zeitung von heute? Ja, gibt's hier nicht einmal eine neue Zeitung? Darf ich? Aber bitte. Grüß euch. Grüß Gott. Ihr wart aber ganz schön lang weg. Ja, wir waren noch in Ludwigstein. Ein paar Leute befragen wegen der Versicherungsangelegenheit. Und? Ah, die Geschichte, glaube ich, können wir vergessen. Der Frau, die die Versicherungssumme kriegen soll, der traue ich nichts Schlechtes zu. Die hat Ihnen wahrscheinlich schöne Augen gemacht. Ach, geschmarrn, Mann. Die ist einfach nett. Also ich gönne dir die 100.000 Mal. Wem gönnst du die 100.000 Mark? Der Frau Linski. Komm mal mit, Max. Auwe. Hast dich ja ganz schön lange bei der Dame rumgetrieben. Und ich? Hab mir inzwischen die Beine im Bauch gestanden. Es tut mir leid, Schorsch. Ich muss entschuldigen, aber der Weg war weiter, als ich gedacht habe. Ja, naja. Also, über die Versicherungsgeschichte brauchen wir uns überhaupt keine Gedanken mehr machen. Meinst du? Nein. Die Linski hat den Camp bestimmt nicht auf dem Wissen. Woher weißt du das so genau? Ja, das ist das Wahnsinn. Wie die Todesnachricht gelesen hat in der Zeitung, da war die völlig verdattert. Vielleicht hat sie dir nur was vorgespielt. Die weiß doch gar nicht, dass ich von der Polizei bin. Die ist unschuldig, glaub mir's. Und außerdem, das Geld kannst du ganz gut brauchen, nicht? Weil ihr Fotoatelier geht so gut wie gar nicht und Schulden hat's auch. Darf ich? Oh, hör mal, seit wann spielst du denn mit deinem Ausweis Fußball? So manchmal halt, wie es gerade ergibt. Aha, und in der Pension hat das sich auch so zufällig ergeben, ja? Naja, ich geb's zu, der ist mir so aus der Tasche rausgerutscht, Schorsch. Und die Dame Linski, die war auch zufällig zugegen und hat den Ausweis ganz zufällig erkannt. Na, ausgeschlossen. Ich hab mir sofort wieder eingesteckt. Die hat den nicht gesehen. Das kann die gar nicht. Vielleicht doch. Jedenfalls hätte sie ein Motiv. Sie braucht dringend Geld. Wenigstens das wissen wir jetzt. Ich glaube, sollte man mit dem Staatsanwalt sprechen. Margit, ein Termin mit dem Staatsanwalt heute noch. Dankeschön. Sie glauben also, Herr Zapf, dass es sich nicht um natürlichen Tod handelt? Nein, so weit würde ich nicht gehen. Es existiert ja nur ein äußerst vager Verdacht. Aber sagen Sie, diese Versicherungsgeschichte, die ist doch nicht ganz astrein, oder? Was meinen Sie? Offen gesagt, ich habe überhaupt noch keine Meinung. Ach so. Aber ich habe eine Bitte, Herr Staatsanwalt. Mhm. Rufen Sie doch den Gerichtsarzt an und veranlassen Sie eine zweite Leichenschau. Aber möglichst schnell, denn die Beerdigung ist ja schon morgen. Natürlich. Na, Doktor. Tja, Herr Zapf, ich kann keinerlei Anzeichen für einen gewaltsamen Tod feststellen. Ach, dann ist der Kemp tatsächlich an Herzversagen gestorben? Allem Anschein nach ja, obwohl... Was denn? Naja, ein paar leise Zweifel sind meines Erachtens schon angebracht. Ja? Wenn ich mir zum Beispiel den Bericht ansehe, den der Arzt der Versicherungsgesellschaft vor einem halben Jahr geschrieben hat. Sie haben ja wahrscheinlich gelesen. Ja. Demnach war doch Herr Kemp ein kerngesunder Mann mit hoher Lebenserwartung. Na ja, was soll ich denn Ihrer Ansicht nach in dieser Sache nun unternehmen? Ohne Obduktion gar nichts. Ach, Sie würden also eine Obduktion empfehlen?
Sehen Sie, Herr Zapf, die Untersuchungen, die von den Versicherungsgesellschaften veranlasst werden, die sind im Allgemeinen umfassend und sehr genau. Hm. Die Gesellschaften würden sich ja sonst selbst schaden. Ne? Naja, eben, ja. Ja, Max, dann werden wir eine Obduktion veranlassen, ne? Ja, gut, dann fahren wir beide gleich zum Staatsanwalt und ich besorge den nötigen Unterlagen. Ja, richtig, das ist gut. Ja. Gut. Aber beeil dich. Die Werte fängt gleich an. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Herr, gib ihm und allen Verstorbenen die ewige Ruhe. Und das ewige Licht leuchte ihnen. Lass sie ruhen in Frieden. Guten Tag, Frau Linsky. Guten Tag, Herr Schulz. Ja, das trifft sich gut, dass ich Sie hier sehe. Ich hatte sowieso vor, Sie heute oder morgen aufzusuchen. Ach ja? Ja, Sie wissen doch weshalb. Nein. Sie sind mit 3 Monatsmieten im Rückstand. Ach ja, tatsächlich? Ja, aber das müssen Sie doch wissen. Ich werde in meinen Büchern nachsehen, Herr Schulz, und Ihnen das Geld dann überweisen. Bis wann? An einem der nächsten Tage. Soll das heißen, diese Woche noch? Aber natürlich. Ja, aber natürlich, das haben Sie schon öfters gesagt. Ich erwarte demnächst eine größere Zahlung. Ja, das haben Sie auch schon mehrmals erwähnt. Welchen Kündigungstermin haben wir vereinbart, Herr Schulz? Wissen Sie das zufällig auswendig? Aber sicher, 2 Wochen vor dem Monatsende. Also gut, dann kündige ich Ihnen hiermit zum Monatsende. Das kann doch nicht der Ernst sein. Doch, doch. Ich werde fortziehen, ich vertrage das Klima hier nicht. Ja, an wen soll ich dann mein Atelier vermieten? Das ist Ihre Sache. Wahrscheinlich werde ich hier in Lüttichstein wohnen bleiben, obwohl die Wohnung für eine Person etwas zu groß ist. Ja, das ist bestimmt. Also für eine Person ist sie wirklich viel zu groß. Vielleicht vermiete ich 1 oder 2 Zimmer, mal sehen. Ach, vermieten? Das ist kein schlechter Gedanke. Reden Sie doch mal mit meinem Mann darüber. Mit Ihrem Mann? Ja, wissen Sie, er hat neulich schon gesagt, also die Wohnung wird einfach zu eng, die Kinder werden erwachsen. Naja, der Große ist jetzt 16 und unsere Lore ist ja auch schon 14. Also ich wäre Ihnen wirklich sehr dankbar, wenn Sie uns vielleicht 2 Zimmer abgeben könnten. Aber Fräulein Kemp, Sie hören mir ja gar nicht zu. Doch. Oh doch. Tja, Schösch, was machen wir jetzt? Ja, abwarten, was sonst? Also ich muss schon sagen, Schösch, ein bisschen gespannt bin ich schon, was bei dem Obduktionsbescheid rauskommt. Du nicht? Nein. Immer, Max, das ist doch so. Wenn die jetzt nichts finden, ne, dann ist die Sache für uns erledigt. Aber wenn die was finden, dann fängt die Sache für uns erst richtig an. Täter suchen, Täter finden, Täter überführen und so weiter und so weiter. Nun warten wir hier. Das kann noch ewig dauern. Na, der hat ja gerade vorhin gesagt, das dauert nur noch ein paar Minuten. Ja, das sagen die immer. Ich kenne die doch. Bin doch schon fast 30 Jahre bei dem Verein. Du, weißt du, wie es, dass ich ursprünglich gar nicht Beamter werden wollte? Na, geh herauf. Ne, wirklich nicht. Aber 45, als ich aus der Gefangenschaft kam, da war das gar nicht so einfach, eine Beschäftigung zu finden. Und da haben die bei der Polizei gerade neue Leute gesucht. Da habe ich mir gedacht, warum nicht auch Polizei? Ne? Da bin ich heute noch. Und wie ich dich kenne, hast du es bis heute nicht bereut. Außerdem wäre es ja jetzt auch zu spät. Übrigens, da ist er ja. Tag, Herr Holzmüller. Was hat die Untersuchung ergeben? Kommen Sie. Tag, Herr Zapf. Also, der Mann wurde vergiftet. Und zwar handelt es sich um eine langfristige Vergiftung. Das heißt, dem Körper wurden immer nur geringe Mengen Giftes zugeführt. Selbstmord ist deshalb so gut wie ausgeschlossen. Also Mord. Was ist denn das für ein Gift? Es wurden Spuren von Altrapein nachgewiesen. Diese Präparate sind wegen der Nebenwirkungen seit jeher problematisch. Werden nur noch ganz selten verordnet. Trotzdem kann man sie in jeder Apotheke in Form von besonders schweren Schlafmitteln bekommen. Natürlich nur gegen Rezept. Die Tabletten haben einen bitteren Geschmack. Vielleicht hilft Ihnen das bei Ihren Ermittlungen. Vielleicht. Ja, schriftlicher Bericht folgt. Wiedersehen, ja. Dankeschön. Also alles hätte ich von der Linz erwartet, aber das nicht. Ich hätte die Hand ins Feuer gelegt für Sie. Sprüht mir die gestern nicht den Pferd davon. Wieso hast du dich gemacht? Ich meine, die Linz hat zwar ein Motiv, aber wir haben auch keine Freunde.
Dankeschön. Ja, Fräulein Kemp, wir kommen, um Ihnen Folgendes mitzuteilen. Ihr Bruder ist nicht an Herzversagen gestorben. Aber Herr Dr. Kühn... Er hat sich geirrt. Er musste sich irren, denn im Körper Ihres Bruders hat man jetzt Giftspuren gefunden. Gift? Ja. Ja, aber... wer kann ihn denn vergiftet haben? Ich war doch die ganze Zeit bei ihm. Die Vergiftung geschah über einen längeren Zeitraum, immer in kleinen Dosen. Es besteht also durchaus die Möglichkeit, dass Frau Linsky? Frau Kemp, hat Ihr Bruder in letzter Zeit besonders viele und besonders starke Schlaftabletten oder Beruhigungstabletten eingenommen? Nein. Nein, ganz bestimmt nicht. Wissen Sie das ganz genau? Ich habe ja schließlich die Medikamente für meinen Bruder besorgt. Ah ja, als ehemalige Krankenschwester. Ja, das wär's schon, Fräulein Kemp. Das wollten wir wissen. Entschuldigen Sie, dass wir wieder gestört haben, aber das gehört nochmal zu unserem Beruf. Wiederschauen, Fräulein Kemp. Wiederschauen. Ich habe Sie doch gestern auf dem Friedhof gesehen, nicht? Ja. Sie sind doch von der Polizei, nicht? Sagen Sie mal, wird denn jetzt diese ganze Affäre aufgedeckt? Was denn für eine Affäre? Naja, also ich meine die Geschichte zwischen Herrn Kemp und Sie wissen, ich will nicht klatschen, nicht? Aber ich meine, Sie müssen das ja wissen, nicht? Also über dieses Verhältnis, nicht? Ist ja eine Menge geredet worden, nicht? Ach, Sie meinen die Verlobung von Herrn Kemp mit Frau Linz? Naja, also... Verlobung, das war doch nur eine Affäre, nicht? Ich meine, sie hat ja ihr Spiel ganz schön mit ihm getrieben, nicht? Und seine Schwester hat ja sehr darunter gelitten, nicht? Ich meine, da haben sich Szenen abgespielt, kann ich Ihnen sagen. Also wenn ich nur allein an die Geschichte mit dem Ring denke, nicht? Also er hat doch der Linsky einen Ring geschenkt, nicht? Den früher seine Mutter getragen hat, nicht? Also ein Erbstück, nicht? Und da hat ja seine Schwester maßlos drunter gelitten, nicht? Und da hat sie gesagt, also dieses Weib, nicht, trägt den Ring unserer Mutter, nicht? Naja, aber ich meine, gestritten wird ja überall, nicht? Also das kommt ja nun wirklich in den besten Familien vor, nicht? Ja, das kann man wohl sagen, ja. Haben Sie noch mehr so Wichtiges mitzuteilen, oder? Das glaube ich kaum. Ich meine, ich will mich da auch gar nicht einmischen, nicht? Aber ich meine, Sie von der Polizei, ne? Sie müssen ja Bescheid wissen. Freilich, ja. Nicht? Ja. Danke, wiederschauen. Grüß Gott, Frau Linsky. Grüß Gott, Herr... Holzmüller. Holzmüller. Dürfen wir Sie einen Augenblick sprechen? Ach, Sie wollen wohl Ihre Fotos machen lassen, aber es tut mir furchtbar leid. Ich habe eine dringende Verabredung. Na, so dringend wird es schon nicht sein. Doch, doch. Es geht um viel Geld. Ja, um 100.000 Mark, ja? Woher wissen Sie das? Wir sind von der Kriminalpolizei. Mein Name ist Zapf. Ihr Verlobter, der Herr Kemp, ist vergiftet worden. Wir führen die Ermittlungen durch. Also ich denke, jetzt dürfen wir ins Atelier, nicht wahr? Ja, ja, natürlich, selbstverständlich. Bitte schön. Ja, bitte. Ich dachte, es war sein Herz. Ja, wir wissen es auch erst seit heute. Aber er ist doch gestern beerdigt worden. Er wurde inzwischen obduziert. Obduziert? Ja, und dazu haben wir ein paar Fragen an Sie. Ach so, natürlich. Darf ich Ihnen vielleicht einen Kaffee anbieten? Oh ja, bitte. Danke. Bitte schön. Wir waren verlobt, aber das wissen Sie ja wohl inzwischen. Mhm. Wir wollten heiraten im Herbst. Wirklich? Ja, natürlich. Oder glauben Sie mir etwa nicht? Ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten, aber erlauben Sie mir bitte eine Frage. Was findet eine Frau wie Sie, ich meine, mit Ihrem Aussehen, in Ihrem Alter, an einem älteren Mann wie Herrn Kemp? Geld. Das wollen Sie doch jetzt hören. Man könnte es vermuten. Sie wollten ja immerhin schon am Tag der Beerdigung die Lebensversicherung kassieren. Und Sie glauben, sowas macht mir nichts aus. Ich brauche das Geld, dringend. Also gut, Sie brauchen dringend Geld und darum haben Sie Herrn Kemp überredet, eine Lebensversicherung abzuschließen. Na dann,
Och, Sie glauben doch nicht etwa, ich hätte ihn umgebracht, um die Versicherungssumme zu kassieren. Es wäre immerhin ein Motiv. Nein. Ich gebe zu, dass materielle Gründe eine gewisse Rolle in unserem Verhältnis gespielt haben. Aber nur eine sehr kleine. Ich mochte ihn und er mochte mich. Ja, ich mochte ihn. Und dachte, du bist blöd, wenn du nicht zugreifst, wenn du diese Chance nicht nutzt. Na und, haben Sie die Chance genutzt? Ja. Ich habe nur nicht mit den ehrbaren Bürgern hier gerechnet. Und nicht mit der Schwester von Herrn Kemp. Eben. Die haben alle rot gesehen. Eine Frau in meinem Alter, zweimal geschieden. Hätte ich bloß nicht in diesem Nest das Atelier gemietet. Bitte sehr. Dankeschön. Aber Karl ließ sich nicht beirren. Er hielt zu mir. Er wollte mich heiraten. Ach, nehmen Sie keinen Zucker? Nein, ich nehme nie Zucker. Ich auch nicht. Ja, ist Ihnen der Kaffee nicht zu bitter? Nein, aber gut. Karl war diese Sorte zu bitter. Ich durfte ihm gar nicht vorsetzen. Er sagte, er brauche dann zu viel Zucker. Ja, vielleicht war in seinem Kaffee irgendwas Bitters. Ja, aber er hat von dieser Sorte überhaupt keinen Schluck getrunken. Ich musste ihm sofort eine andere besorgen. Herr Kemp ist nämlich mit einem Gift getötet worden, das sehr bitter schmeckt. Ja, man kann es in Form von Schlaf- oder Beruhigungstabletten in jeder Apotheke kaufen. Haben Sie solche Medikamente im Haus? Nein. Können wir uns hier mal umsehen dahin? Bitte, wenn es sein muss. Fehlanzeige, was? Ja, also Max, ich weiß im Moment nicht mehr weiter. Das ist komisch. Alles haben wir. An Toten, ja. Verdächtige, ja. Motiv, ja. Aber keine Beweise. Ja, eben. Aber wer soll es denn sonst gewesen sein, Max? Ihr fragt mich doch was Leichtes. Zina, verlassen Sie sofort meine Wohnung. Eine Unverschämtheit und dergleichen. Ich gehe gleich. Ich möchte Ihnen nur noch sagen, dass vorhin die Polizei bei mir war. Die Herren wollten wissen, wer Ihren Bruder getötet hat. Er ist mit Tabletten langsam vergiftet worden. Das können nur zwei Personen getan haben, Sie oder ich. Und da ich zufällig genau weiß, dass ich es nicht getan habe... Was sagen Sie da? Ihr Bruder hat in der letzten Zeit meinen Kaffee häufig gelobt. Er sagte, meine Schwester kauft neuerdings mit Vorliebe einen Kaffee, der für meinen Geschmack zu bitter ist. Es ist genau der gleiche Kaffee, den er bei mir nicht trinken wollte. Ihr Bruder ist mit Tabletten vergiftet worden, die so bitter waren wie dieser Kaffee. Das verstehe ich nicht. Verschwinden Sie endlich. Sie brauchen keine Angst zu haben, Fräulein Kent. Ich werde Sie nicht anzeigen. Sie tun mir nur leid. Stimmt das, was Ihnen Frau Linsky eben alles gesagt hat? Er wollte diese Frau heiraten. Er hätte seinen Ruf endgültig ruiniert. Diese Frau hat schon sein Leben zerstört. Er wollte sie heiraten und mich abschieben. Ich habe mein ganzes Leben lang für ihn gesorgt. Er wollte mich einfach abschieben. Ich musste ihn doch vor dieser Frau bewahren. Ich konnte nicht ruhig mit ansehen, wie sie alles kaputt macht. Wir müssen Sie leider mitnehmen. Wenn Sie noch etwas zusammenpacken wollen, bitte. Thank you.